Abril Lepeta, weißt du, Kameron da doppisch, ey. Yeah! Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni und herzlich willkommen zum 11. WWE 2K Showcase Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter hier mit WWE nach circa 2 Wochen Pause. Erstmal war ja der Fokus auf Uncharted und Until Dawn gelegt. Deshalb kam jetzt die letzten Tage kein WWE, tut mir nochmal leid. Aber es ist nur noch 2 Wochen bis WWE 2K16, Alter. Ich freue mich einfach so unnormal drauf. Das große Comeback, worauf alle warten, Alter. El Rille wird zurückkehren in die WWE von der UFC. Sie kehrt da wieder zurück in die WWE. Das wird einfach unglaublich werden, Freunde. Ich freue mich da absolut übertrieben drauf, weil das war einfach die Serie, die ihr mit am meisten gefeiert habt, die ich auch am meisten gefeiert habe. Man hat sich einfach mit diesen Typen identifiziert und dieser Abschied, diese Abschiedsfolge, die hat einfach 140.000 Klicks oder so und das ging einfach unter die Haut mit See You Again und so diesem Lied, Alter. Das war so krass gewesen, ey. Ja, würde ich sagen, starten wir direkt mit unserem heutigen Kampf hier. Hustle, Loyalty und Disrespect. Heute das Match CM Punk gegen John Cena und Big Show hier als Triple Threat. Alles klar, würde ich sagen, starten wir direkt ab. Geht's! Bei Raw 1000 kostet Big Show John Cena den WWE-Titel, da er diesen während des Titelkampfs angreift. AJ Lee lässt CM Punk beim SummerSlam in einem Triple Threat Match gegen John Cena und Big Show antreten. Das ganze Publikum ist am Boden, John Cena kommt rein, das ist ein Triple Threat Match um die WWE Championship. Hier die Herausforderer. Zuerst aus West Newbury, Master zu ihm in einem Gewicht von 110 Kilogramm, John Cena. Mit einer Größe von 2,13 Meter, einem Gewicht von 201 Kilogramm, The Big Show. Und da kommt auch schon der Mann, den alle feiern, CM Punk, Alter, was hat er denn für eine Unterhose da an? Aus Chicago, Illinois, mit einem Gewicht von 99 Kilogramm, der aktuelle WWE Champion, CM Punk. Und da würde ich sagen, Freunde, geht's auch direkt los in diesem Triple Threat, ab geht's. Und es geht natürlich um die WWE Championship, Freunde, die momentan von CM Punk getragen wird. Und das wird jetzt nochmal ein richtig spannender Kampf zwischen diesen drei Leuten hier. Da wird die Post abgehen, die werden sich sowas von auf die Fresse boxen. Aber nicht vergessen, please, don't try this at home. Let's go! Are you ready? Let's go, Freunde! Bam, erstmal auf Big Show drauf. Alter, was hat jetzt hier im Backner für eine Unterhose an, ey? Füge Show leichten Schaden zu, unsere erste Aufgabe. Ja, ich glaube, man kann hier auf jeden Fall auch Sachen benutzen bei so einem Match. Also ich hole mir gleich schon erstmal schön einen Baseballschläger hier unten raus. Komm mal her, ey. So, ich geh mal kurz hier unter den Ring. Zack, CM Punk, geh ab die Post. Sollen wir den direkt mit der Treppe boxen im Big Show? Oder sollen wir... Aber wir nehmen erstmal irgendwie so einen Basie oder ein schöner Baseballschläger. Aber nicht auf John Cena, sondern aufs... Bam! Auf Big Show. Wir sollen ihm ja leichten Schaden zufügen. Ja, und da richtig drauf, Alter. Junge, der wird richtig vermöbelt, wie so bei den Straßenkämpfen der Arme, Alter. Guck mal, der Cena springt drauf. Ich gebe dem noch eine hier, Alter. Alter, der ist so ausgenockt, der Big Show. Ey, John Cena, verpiss dich, Alter, verpiss dich. Sonst kriegt er gleich auch noch von mir eine mit dem Basie über den Kopf. Eieieiei, muchas carambas, oioioi. Ja, Freunde, richtig krass, nur noch 2 Wochen bis WWE 2K16. Das wird einfach so krass werden, ich freue mich einfach übertrieben drauf. Ihr sicherlich auch. Das war echt damals wirklich die gefeiertste Serie auf dem Kanal und mir hat es genauso viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir können den Charakter ungefähr genauso erstellen vom Aussehen her, vom Optischen her, wie bei 2K15. Ich werde mir dann die Sachen nochmal angucken und den versuchen so... Oh, verpiss dich, Alter. Kommt der. Alter, jetzt haut der John Cena auf mich mit dem Baseballschläger. Hier. Das lassen wir nicht zu. Ja, Freunde. Unter den letzten Videos habe ich so Kommentare gelesen, wie. Also bei WWE. Ja, du hast jetzt nicht so die Ahnung von WWE, bla, bla. Das gebe ich auch ehrlich gesagt zu. Das habe ich schon so oft gesagt, dass ich nicht so viel Ahnung von WWE habe. Ich habe es damals öfter geschaut. Aber jetzt schaue ich zum Beispiel nur noch so wichtige Veranstaltungen wie WrestleMania oder so geile Kämpfe wie Undertaker gegen Brock Lesnar letztens war. Sowas schaue ich mir dann an. Aber. Ich schaue jetzt nicht jede Woche hier WWE und habe da jetzt auch nicht die größte Ahnung von, gebe ich ganz ehrlich zu. Deshalb wundere ich euch nicht, wenn ich mal nicht weiß, wie ein gewisser Move geht oder wie der und der heißt oder ob ich den Namen falsch ausspreche. Jedem passieren Fehler, das ist ja wohl nicht so schlimm. Oder Hauptsache, ich kann das Spiel halbwegs zocken, ey. Scheiße, jetzt kommen die beide auf mich, Alter, was geht bei denen? Komm her, Big Show, bam. Alter, jetzt kommen die zu zweit auf mich drauf, guck mal, der... Hier, Alter, kriegst du den und Big Show kriegt den hier. Nein, scheiße. Ey, was will der Big Show, Alter? Kriegst du wieder einen Basie über den Kopf? Alter. Ja, Mann, wir haben die Aufgabe geschafft. Triff Show mit einem Springboard Clothesline, Alter. Springboard Clothesline. Was ist das denn nochmal? Ich glaube, das ist, wenn man hier über die Seilkante geht, oder? Ich weiß nicht mehr. Aber irgendwas sagt mir das, Alter. Ohne Spaß. Ich versuch das mal. Ey, jetzt kommen die wieder auf mich drauf. Alter, leck mich doch am Sack. Verpiss dich, John Cena. Verpiss dich, bitte. Der regt mich gerade so auf, ne? Geh doch auf Big Show drauf. Du hast doch wegen ihm deinen Titel verloren und nicht wegen mir. Ja, jetzt kommt Big Show und schmeißt ihn da erstmal schön runter. Genau. Komm mal runter, ey.
Jetzt geht ja noch ein Big Show da raus, Alter. Komm mal wieder rein hier, Alter. Was geht denn bei euch? Alter, die chillen da. Okay, ich feier ein bisschen hier, mach ein bisschen Party oder was? Junge, ja, Freunde. Ich habe auf jeden Fall für euch demnächst eine gute Neuigkeit. Ich werde definitiv, denke ich, meinen Internetanbieter wechseln. Und ich muss noch schauen, bis wann mein Vertrag dort gültig ist. Weil wenn das jetzt bis Ende nächsten Jahres oder so ist, dann ist das so unnormal scheiße. Da muss ich bei dem bleiben. Weil ich habe da so eine scheiß Upload-Rate. Ich habe euch ja versprochen, dass ich jeden zweiten Tag gerne ein Video bringen möchte. Also jeden zweiten Tag zwei Videos auf viel Gaming TV, weil auf viel FIFA lade ich ja nichts hoch, das habe ich euch ja versprochen, das wissen die meisten ja von euch. Nur mit meinem aktuellen Internet und meinem PC, das dauert einfach so lange, ich brauche einfach besseres Internet. Ich lade ja schon teilweise meine Videos wirklich bei Stefan hoch, weil der einfach, ey, Big Show, reicht doch langsam, was willst du mit John Cenas Kopf anstellen, Alter? Guck, der schmeißt dir die ganze Zeit dagegen, Alter, ihr reicht doch mal langsam. Habt ihr das gesehen? Ey, der Big Show ist ja komplett am Eskalieren hier draußen, Alter. Das ist schlimmer als Karl S. Komm, jetzt, zack, schmeißen wir den rein. Komm, geh drauf. Alter, doch nicht so. Ich will jetzt rein in den verdammten Ring, Alter. Geh jetzt rein. So, ich will jetzt mal... Ja, natürlich, Big Show hat Comeback, Alter. Verpiss dich. Jetzt kommt er genau auf mich. Verpiss dich. Hier, Springboard Clothesline. Spring. Ja, Mann, genau das meine ich. Das ist ja Springboard Clothesline. Alter. Ach du Scheiße, Mann. The Big Show is going after John Cena. King, I cannot get over how dominant the Big Show has been here tonight. Just literally manhandling everyone in sight. No, Alter, mit seinem Kokosnusskopf, Alter, Wassermelone Big Show. Big Show. Boah! Alter! Wio! Was geht denn da ab, Mann? Is there no stopping this giant? Kann er niemand diesen Riesen aufhalten? Doch, wir machen das. Zack. Hey. Hey. Ich hab doch gekontert, Mann. Oh, ich muss Big Show moderaten Schaden zufügen. Geil, der hat meinen Rücken gebrochen, Alter. Ey, das wird so ein schwieriger Kampf, Freunde. Ich hoffe, wir packen das irgendwie, ey. Fuck. Zack, John Cena, verpiss dich. Lass uns doch mal reingehen, Alter. Und Big Show, Alter, der wehrt immer alles ab, der Big Show, Alter. Der geht mir übertrieben auf den Sack, aber jetzt. Zack. Und bam, Alter, auf deinen Birne. So, wir packen uns jetzt erstmal was unterm Ring. Und das wird Big Show so in die Fresse kriegen, der... Triff Show mit dem Ecken-Signature-Move. Okay. Alles klar, kriegt er jetzt gleich von mir. Aber wir haben noch Finisher. Wir können nicht wechseln. Dann müssen wir erstmal unseren Finisher ausführen. Warte mal. Oh, oh, oh. Das will ich mir nicht entgehen lassen, Alter. Ein geladener Attitude Adjustment an Big Show. Oh, oh, oh. Ja, klar. Nein. Ja, ich wollte schon sagen, Alter. Nicht, dass John Cena jetzt den Kampf hier noch gewinnt dadurch. Das wäre richtig scheiße. Komm jetzt. Bam, Junge. Wir hauen. Oh nein. John Cena hat Comeback, natürlich, der wehrt auf einmal alles ab. Verpiss dich. Bam, Junge, kriegst du den? Wie soll ich denn Big Show Ecken-Signature-Move? Ich habe aber nur Finisher, deshalb geht das nicht. Und wir können nicht wechseln. Ich kann, normalerweise geht das bei Offline, dann drückt man RB oder R1 und dann kann man auf Signature rüber wechseln, aber es geht hier leider nicht. Deshalb müssen wir erstmal, glaube ich, unseren Finisher ausführen. Den machen wir natürlich bei Big Show, oder? Müssen wir machen. Boah, die haben beide, haben alle so viel wenig Leben noch hier, Alter. Irgendeiner wird gleich sowieso verrecken, Alter, 100%. Ich sehe schon kommen. Egal, John Cena kriegt jetzt hier einen geladenen Finisher. Loslassen. Was ist los? Was für loslassen? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Alter, ich will jetzt mal einen Finisher machen. Guck mal, Big Show ist nicht am Randalieren hier. Komm, jetzt mach mal Big Show die scheiß Finisher. Den Finisher. Ja, natürlich. Natürlich. Lass dich einfach gewinnen, du Pisser. Komm her. Heb den auf. CM Punk. Heb ihn doch auf, Digga. Ja. Was geht denn bei... Alter, das wollte ich doch gar nicht. Abbrechen, abbrechen. Ja, Mann, wir haben wieder Signature, Freunde. Natürlich, Big Show macht gleich wieder Comeback. Alter, ey. Das ist so schwierig, Freunde. Wir müssen einen... Boah, Junge, schmeißt er den um. Kein... Er darf ihn nicht pinfallen. Ey, das ist so schwierig, Freunde. Ich sag's euch, ne? Wie soll man das jetzt machen, Alter? Wenn er den jetzt pinfallt, haben wir die Arschkarte. Komm, bitte. Bitte, 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 Big Show, Big Show. Eckenfinisher. Jetzt auf Big Show. Mach doch den... Alter. Da war schon... Nein! Nein, geh doch rein! Ey. Nein! Alter, im letzten Moment, Alter. Im letzten Moment. Der Eckensignature geht der... Warte mal, wir schauen mal nach. Alter, das wollte ich doch gar nicht. Boah, ich weiß nicht genau. Warte mal, der Eckensignature. Befördere Show per Irish Wipe in die Ecke. Ah, okay, okay. Ich habe gedacht, wir müssten von der Ecke auf ihn draufspringen. Aber der ging ja doch anders. Verpiss dich. Was ist denn mit John Cena los, Mann? Er darf uns hier nicht zu Boden... Oh mein Gott, wenn er uns jetzt pinfallt, sind wir am Arsch. Ja, wir haben verloren. Big Show ist nicht mehr da. Oh, ich habe es geschafft, Alter, doch. Bin rausgekommen, zum Glück, ey. Junge, Junge, ist das ein krasser Kampf hier. Ich muss Big Show einen Eckenfinisher geben.
Ja, jetzt reicht's, ja, Mann. Jetzt schon Cena, verpiss dich. Ja, warum wehrt der alles ab, Alter? Ist das Superman? Hier, Alter. Und jetzt gib ihm einen Eckenfinisher. Schmeiß ihn nochmal in die Ecke. Natürlich, der kontert, Alter. Das ist, kommt davon, wenn man die Schwierigkeit auf legendär stellt. Das ist so schwierig einfach. Ey. Freunde, ich will das jetzt packen, Alter. Das ist so eine Spannung gerade. Ihr seid mir ehrlich. Bisher wieder einer der spannendsten Kämpfe. Deshalb liebe ich die WWE. Es macht einfach so viel Spaß, vor allem auf der Schwierigkeit hier. Ey, steh doch auf, Alter. Die sind alle so am Arsch hier. Ja, ja, John Cena, der muss erstmal da runtergeholt werden. Aber nee, den brauchen wir gar nicht, Alter. Aber der kann eh nicht so weit springen, oder? Der springt so weit. Schmeiß ihn dahin. Jetzt. Nein! Ey, ich lass mich doch den Ecken-Signature machen, Alter. Ja, geil. John Cena hat... Big Show, hilf mir. Big Show. Korrekt. Ich wäre eh rausgekommen. Alter, wir müssen Big Show in die Ecke befördern. Komm schon, Ernie, Alter. Komm schon. Ja, und jetzt schnapp dir Big Show. Guck mal, schnapp dir Big Show, schnapp ihn dir und schmeiß ihn in die verdammte Ecke. Genau so. Und jetzt, ja, Mann, Alter, da ist er. Der Eckenfinisher. Oh, look at this. Big Show still just so strong, but hey, Cena off the top. Oha, jetzt Cena. Boom. To the back of the neck. To the back of the net. Ass off that, back on the net. Oha, was geht denn da jetzt ab? Bei dir lecken die rum, oder was? Alter, was macht denn CM Punk, Mann? Und John Cena packt ihn sich auch noch von hinten. Alter, aber Big Show, er gibt nicht auf. Oha, er gibt auf. Er gibt auf. Aber wer gewinnt? Wer gewinnt, verdammte Scheiße? Aber gegen wen? Krass, Alter. So war das anscheinend auch in echt gewesen. Ach du Scheiße, Mann. Oi, 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 endlich kommen die Chayas, Alter. AG, Alter, die wackelt schon mit ihrem Arsch. Zeigt ihn mal von hinten. Oi, oi, oi. Wer ist das denn, Alter? Die kriegt ja direkt gleich ein FU oder Attitude Adjustment von John Cena. Der ist General Manager. Ist es einfach eine Frau? Was guckt die denn so? Guck mal die Haare, Alter. Die sehen aus wie Spaghetti. Was lacht die denn so, Alter, mit ihrer Botox-Fresse? Rede doch! Nö, die sind richtig am Aufregen, die beiden. Ja, es kann nur einen einzigen Kampf geben, der entscheidet, wer das war. Jetzt kämpft locker John Cena gegen CM Punk. Ich wette meinen Arsch darauf, meine linke Arschbacke. Was wird jetzt hier passieren? Oha. Das Match soll neu beginnen. Oha. Oha. Alter. Der packt sich einfach beide. Oha, Alter. Junge, wie krank ist das denn, ey? Wie krank ist das denn? Der Kampf soll einfach von vorne beginnen. Ey, kranke Scheiße, Mann. Besiege Show durch Pinfall. Unsere nächste Aufgabe, Freunde. Jetzt können wir es richten, Alter. Steh auf, Mann. Steh auf. Der darf ihn doch nicht pinfallen. Nein. Nein. Ach du Scheiße. Wir sind am Arsch, Freunde. Wenn er uns jetzt pinfallt, sind wir am Arsch. Was stellt er sich die ganze Zeit auf mich drauf, der Pisser? Ey. Verpiss dich, Big Show, bitte. Wir haben das gekontert, oder? Ja, Mann, hier. Zack, schmeiß ihn um. Schön. Wir haben noch einen Finn. Ja, toll. Ey, was eine Missgeburt, dieser John Cena, ne? Ich schmeiß Big Show und der Pin folgt mich. Am besten direkt nochmal. Oh nein, oh nein, oh nein. Big Show, hilf mir. Ja, ich hab gekontert, Alter. Ich hab sein fucking Attitude Adjustment gekontert. Hier, nimm das. Wir haben Finisher mal zwei. Komm her. Wir müssen Big Show pinfallen. Komm her. Gib Finisher Big Show. Nein, doch nicht ihm, Alter. Mann. Nein. Ich will ihn nicht zum Aufgeben zwingen. Nicht John Cena. Ich breche ab mit LB. Wir müssen nämlich Big Show besiegen, Alter. Das ist unsere Aufgabe. Guck mal. Ey, der wechselt manchmal echt nicht den Gegner, den ich haben will, ne? Ohne Spaß. Jetzt pack dir Big Show genau so. Schnapp ihn dir. Alter, Junge, was geht hier ab? Das ist echt ein kranker Kampf, Freunde. Ein kranker Kampf. Oh mein Gott, was macht er denn da mit uns? Ja, schmeiß uns am besten aus dem Ring raus, Big Show. Oh shit, wir müssten aufstehen, so schnell es geht, Mann, so schnell es geht. Big Show, hilf mir. Big Show! Alter! Wie spät die immer reagieren? Ist das eine kranke Scheiße hier? Steh auf, CM Punk, steh verdammte Scheiße nochmal auf. Alter, braucht er Jahre, der Pimp wollte den jetzt sowieso. Was macht der denn jetzt da, Alter? Was geht denn bei Big Show ab? Warum geht er aus dem Ring? Tut ihm sein Kopf weh?
Jetzt holt er die Treppe, oder was? Die stille Treppe. Ja, der holt wirklich die Treppe, Alter. Alter, du willst wirklich wissen, der Big Show. John Cena, geh mal hinterher. Oi. Oh, der arme John Cena, der leidet jetzt richtig. Ach du Scheiße, Alter. Ich chill erstmal ein bisschen hier. Warte, bis Big Show reinkommt. Und dann werde ich ihn eliminieren, Alter. Schmeiß erstmal. Komm, wir müssen das ausnutzen, Freunde. Komm schon. Wir können jetzt können wir wechseln. Guck mal, sieht er es unten links? SF. Komm schon, Alter. Komm rein, Big Show. Komm rein, bitte. Ja, Mann, er kommt rein, Freunde. Unsere Chance, ihn jetzt platt zu machen. Finisher. Sauber, Finisher. Komm schon. Jetzt direkt. Jetzt, ja, Mann. Ah, es ist aber kein Pinfall, Alter. Mann, ey. Ich muss ihn durch Pinfall besiegen und nicht durch Submission. Das ist unsere Aufgabe. Ich will natürlich alle Aufgaben hier bewältigen. Scheiße. Nein, Alter. Nein. Verpiss dich. Schön gekontert hier. Oder? Ja, wir haben gekontert. Jetzt kommt wieder John Cena von hinten. Das war klar. Nett Pinfall, der entweder mich oder Big Show. Und dann ist der Kampf vorbei. Ja, Kampf ist vorbei. Scheiße. Oh mein Gott, Big Show ist rausgekommen. Junge, was ein Monstrum. Ich hab gedacht, der hat gewinnt jetzt. Junge, ist das eine kranke Scheiße hier, Alter. Alter Schwede, ey. Wir müssen jetzt irgendwie... Ey, guck mal, wie gut die einfach beide sind. Die sind viel zu stark. Ja, ich lasse den Cena jetzt erstmal pinfallen. Komm. Nee, komm, ich packe ihn jetzt von hinten. Zack. Uio! Alter, warum war das immer so groß? Komm, pinfall Big Show. Schnapp ihn dir. Schön. Und jetzt Ernie. Mach doch Yalla, Alter. Wie lange brauchst du? Ja, bis der das macht, steht John Cena wieder auf. Ist klar, Alter. Der macht natürlich so einen Move, der 10 Jahre dauert. Leck mir ja die Sackeier, ey. Verpiss dich, Cena. Verpiss dich. Kriegst du eine Backpfeife noch? Ey. Verpiss dich, Alter. Junge, ist das eine kranke Scheiße hier, ey. Alter, was hier einfach abgeht, ne? Das ist doch krank. Schnapp ihn dir. Ey, komm, wie schnell steht John Cena wieder auf, Alter? Das ist doch Cheaten, ey. Die sind am Cheaten hier. Zack, kriegst du den. Big Show kriegt den. Ja, der macht natürlich immer diesen Move, der 120 Jahre dauert, Alter. Und jetzt Pinfall ihn. Schnell. Ja, komm, die stehen wieder direkt auf, Freunde. Das ist doch wohl ein Witz ohne Spaß, Alter. Das fuckt mich langsam so ab hier. Die stehen sofort auf, oder was? Ey. Ich lasse die jetzt erstmal boxen. Warte mal. Ich werde mir jetzt erstmal schön hier was holen. Was schön Leckeres. Jetzt pinfall ihn noch, Big Show, ne? Pinfall ihn noch. Hier, Alter. Kriegst du Hammer in die Fresse. Warum auf John Cena? Wie kann man die Person auswählen? So. Hau noch John Cena um und jetzt schmeiß die Scheiße weg und pinfall Big Show. Ja, genau so, Alter. Komm, das ist das Ende. Komm schon, bitte. 1, 2, 3, Alter, geht doch, da ist der Sieg, Freunde, wir haben den Kampf gewonnen, das Triple Threat, Junge, Alter, Butter mal, was, wollen die mich verarschen, der hat doch bis 3 gezählt, ey, die Freunde, ich drehe hier gleich durch, ne, ohne Witz, ich schwöre es euch, das ist doch krank, Alter, ey, dieser Big Show, ne, das ist bisher der längste und spannendste Kampf überhaupt bei der 2K Showcase. Ey, wir dürfen hier echt nicht verlieren. Ich habe keine Lust, das alles nochmal neu zu machen hier, Alter. Ich schwöre es euch. Das wird doch so ein Witz hier. Ich bin hier locker schon 20 Minuten am Kämpfen. Wenn wir es heute nicht schaffen, Freunde, werde ich euch einfach beim nächsten Mal zeigen, Alter. Das war einfach so spannend hier. Aber das alles neu zu machen, ich muss ja noch ein Video für FIFA machen. Ich kann jetzt hier nicht nochmal halbe Stunde kämpfen, Alter, bis ich zu diesem Punkt hier angelange. Ja, natürlich, geh auf mich, Alter. Ich bin Bordstein. Ja, ist klar. Verpiss dich, Alter. Ey, jetzt kommen beide auf mich drauf. Natürlich, bums doch beide direkt mich, Alter. Ey, die gehen mich abfacken hier. Und Big Show kriegt den hier, Alter. Und Cena, kick ihn raus. Schön, Alter. Hier, zack. Salto, schmeiß ihn um. Ich hätte locker schon gewinnen können durch Submission, Alter. Aber nein, ich will ja die Aufgaben oben bewältigen, ey. Wenn jetzt noch einmal Submission kommt, mache ich auch Submission. Ey, verpiss dich. Wir haben zweimal Finisher. Mach doch mal ein Go-to-Sleep, Alter. Natürlich. Ey, das ist doch wohl echt ein Witz hier, ne? Ja, natürlich. Spazier auf ihn, Alter. Das ist Bordstein. Jetzt. Mach doch einmal einen verfickten Go-to-Sleep, Alter. Meine Güte, nicht so ein Scheiß, ey. Alter. Gib mir auf den Sack. Komm, jetzt bitte. Vielleicht klappt das ja jetzt. 1, 2, 3, Alter. Das ist der Sieg. Geht doch, Freunde. Wir gewinnen den Kampf durch Pinfall, Alter. Junge. Was ein geiler Kampf, ohne Witz. Das war der bisher spannendste Kampf überhaupt. Wir haben Big Show durch Pinfall besiegt und sind somit Sieger. Dürfen den WWE-Titel behalten, Alter.
Cole, ich habe eine Frage. Hat er heute Abend allen hier eine Lektion in Sachen Respekt erteilt? Also ich kann nicht für die gesamte WWE-Welt sprechen, aber ich glaube nicht, dass er nicht. Aber das Wichtigste hat er erreicht. Er hat den WWE-Titel behalten. Geht doch, Alter. Wir haben es geschafft. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, was an dieser Stelle hier von der 11. Folge WWE 2K Showcase. Heute war es eine richtig krasse und spannende Folge, also wirklich bis zur letzten Sekunde. Ich habe niemals gedacht, dass wir es schaffen, aber am Ende haben wir es doch geschafft. Wir haben Big Show gepinnt voll. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Über 6000 Likes würde ich mir sehr freuen. Morgen geht's dann, denke ich, hier weiter mit Uncharted. Alles klar, euer Öni ist raus, ihr seid die Besten. Macht's gut, haut rein und ciao.